Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge Sims. Ja, ich bin mal gespannt, wie das heute wird. Übrigens hier, Emi hat sich gerade erstmal schlafen gelegt, sollte sie auch, denn sie ist ziemlich kaputt, wie wir hier sehen. So, es ist für mich so ein bisschen gerade eine Premiere. Und zwar habe ich mir heute Morgen mal zum Testen, hatte ich mir mal für ein Spiel zum Ausprobieren, nämlich für Star Stable, hatte ich mir mal Fraps geholt. Das hat gut funktioniert und jetzt wollte ich das auch mal in Sims ausprobieren. Ich habe ja für Sims bislang meistens Mirrorless Action zum Aufnehmen genommen. Allerdings nimmt das Programm nicht ganz verlustfrei auf. Das heißt, beim Komprimieren, beim Verkleinern der Dateien... Victoria kann keine Elternzeit mehr nehmen, die muss arbeiten. Wo war ich denn jetzt hier? Victoria, du hast mich gerade komplett aus dem Tritt gebracht. Mensch, du. Jetzt aber mal ehrlich, was wollte ich denn sagen? Oh nein, Sarah muss gehen. Jetzt mal echt, was wollte ich... Ach ja, genau. Das heißt, wenn die Dateien, wenn es aufgenommen wird, wird die Datei direkt komprimiert ein Stück weit, damit sie nicht so groß wird. Problem bei der Sache, das Bildmaterial verliert auch ein wenig an Qualität und hat nicht mehr die Qualität, wie ich die hier jetzt beim Spielen sehe. Und ich habe eigentlich mal ganz gerne damit aufgenommen, weil ich da eben eine Anzeige habe, wie lange ich schon aufnehme. Das habe ich jetzt hier nicht. Aber sonst so an sich sind meine Lieblingsaufnahmeprogramme nämlich immer DxStory und MSI Afterburner gewesen, nur leider leckt Star Stable speziell jetzt mit beiden Programmen. Und deswegen teste ich heute mal Fraps auf. Ich hoffe, es funktioniert alles. So, ich möchte euch hier erstmal ein paar tolle Sachen sagen bezüglich Sims. Und zwar, ja, ich habe ja gestern schon gesagt und euch gezeigt, es gibt neue Ladescreens und es ist ein Update gekommen und ihr könnt ab sofort das Geschlecht des Babys bekommen zum Zeitpunkt quasi der Zeugung. Das könnt ihr bestimmen und zwar geht das, indem ihr, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie irgendwas anbauen müsst für im Garten, für Möhren oder Erdbeeren, das weiß ich selber noch nicht. Na okay, jetzt setzt sie sich auch dahin. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat die offizielle Sims-Seite auf Facebook verkündet, dass man mit Erdbeeren und oder Popmusik ein Mädchen bekommt und mit Karotten und oder Alternative-Musik einen Jungen. Und ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier schon Emi. Da kommt sie. Wenn wir mal noch ein Kind kriegen wollen hier in unserer Familie, dann können wir das ja mal ausprobieren, ob wir dann einen Jungen bekommen. Mit dieser Variante. Und noch was anderes habe ich entdeckt. Und zwar, es sind wohl, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wer das jetzt geschrieben hatte. Ich habe es auf jeden Fall auch über Facebook gefunden. Es sind wohl Hinweise darauf entdeckt worden, dass nächste Woche Infos zu einem neuen Accessoire-Pack kommen. Accessoire-Pack ist jetzt kein Erweiterungspack wie an die Arbeit, sondern sowas wie Outdoor-Leben. Und das soll wohl irgendwas mit Luxus soll im Titel zu finden sein. Also wir dürfen schon mal gespannt sein, was da nächste Woche an Infos kommt, ob was kommt und wenn ja, ob es vielleicht sowas wie Luxus-Accessoires wird. Ich bin schon sehr neugierig und sehr gespannt darauf. So, was macht sie denn jetzt? Sie isst was, das ist gut. Eier und Toast, das können wir eigentlich auch abwaschen. Das war eh nicht mehr, der Teller war eh nicht mehr voll. Wir wollen ja jetzt nicht hier das, da ein halbleerer Teller vergammelt. Da können wir auch einen ganz vollen Teller vergammeln lassen. Wer läuft hier unten gerade lang? Die hat irgendwie gruselige Augen. Jetzt ist sie weg. Jetzt wollte ich mir gerade mit euch die gruseligen Augen angucken. Und plopp, da ist sie weg. Mensch. Übrigens. Ich habe mir jetzt gedacht, ich lüfte mal das Geheimnis so ein wenig, was ich mit unserer guten Victoria vorhab. Und zwar möchte ich mit ihr einen Laden eröffnen. Den Gesichtspunkt, den wir noch nicht abgeklappert haben hier, seit an die Arbeit draußen, außer in dem ersten Stream, den ich gemacht habe. Und
Es ist natürlich verdammt teuer. Wir haben jetzt, wenn ich gucke, nur 24.471 Simoleons. Das reicht vorne und hinten nicht. Jetzt ist die Frage, soll ich da dann wenigstens mal so ein bisschen was, soll ich da ein bisschen was mal cheaten, damit wir schneller vorankommen? Und da sagt ihr, nee, lass sie wirklich dafür arbeiten, lass sie was dafür tun, dass sie den Laden sich leisten kann, dass sie ihn eröffnen kann. Ich möchte echt mal eure Meinung wissen, weil es kann schon noch lange dauern, bis wir die Simoleons entsprechend zusammen haben. Aber ich möchte jetzt auch nicht dann sagen und frei entscheiden, ja, ich cheate mir jetzt das Geld hier zusammen, damit wir hier weiterkommen. Das will ich nicht. Also ich will, dass ihr das entscheidet. Ich möchte gucken, für was die Mehrheit ist, damit ich da auch euch und euren Wünschen nachkommen kann. Und apropos euch und euren Wünschen. Ich glaube... So, du gehst jetzt mal hier runter. Ich glaube ja, dass... Victoria sich mal ein neues Outfit wünscht. Was heißt ein neues Outfit? Aber ein zusätzliches Outfit. Sie rennt jetzt schon so lange in diesem so ein bisschen hippie-mäßigen Look rum mit diesem T-Shirt. Ich liebe ihn unheimlich an ihr. Ich finde ihn ganz toll, aber ich hätte gerne mal noch einen zweiten. Aber wir haben ja noch einen zweiten. Stimmt ja, stimmt ja. Okay, ich hätte gerne mal noch einen dritten. Nee, es gibt da so ein... Yeah. Boah, das ist auch cool. Sehr schick. Nee, Das habe ich mir runtergeladen. Das kommt mir gar nicht mehr bekannt vor. Das kommt mir echt überhaupt nicht bekannt vor. Boah, keine Ahnung. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Oder ist es hier gar... Doch, hier muss es doch bei sein, oder? Nee, das war was anderes. Das war, glaube ich, eine Kombination aus Top. Aus Top und... Und Rock. Oh je, das gibt's doch jetzt hier nicht. Ihr wisst, glaube ich, welches Kleid ich meinen könnte, wenn ich es euch jetzt beschreibe. Kathy hatte das auch. Und es ist dieses typische Julia von Spinnweb-Kleid. Dieses rote... Hier, da, das war's. Genau. Das und dann auch wirklich, glaube ich, am besten in diesem Rotton aus. Blau ist auch sehr schön. Ich finde aber das Rote, das strahlt irgendwie so besonders... Ja, strahlt was Besonderes aus irgendwie. Ich mag das sehr gerne. Nee, die Schuhe würde ich jetzt gleich nicht dazu nehmen. Ich würde ihr gerne da schon was Schickes verpassen an die Füße. Aber trotzdem etwas, was ein bisschen alltagstauglicher ist als die Sachen jetzt gerade. Die hier finde ich übrigens auch total cool. Die hätte ich mir jetzt auch mal runtergeladen auf The Sims Resource. Steht leider kein Name dran. Aber die müsstet ihr, also wenn ihr da die Schuhe durchsucht, dann findet ihr das auf jeden Fall. Da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Schwierig, ja. Ich glaube tatsächlich sind dann doch die hier wieder die beste Wahl. Ja, vielleicht auch wirklich eher in der Farbe. So, wollen wir ihr mal noch ein Outfit verpassen? Ich bin hier gerade irgendwie so ein bisschen in Outfit-Verpasslaune. Das machen wir jetzt noch, komm. Übrigens, wenn ihr sagt, boah, nee, also echt, das geht uns total auf die Nerven. Kannst du nicht mal irgendwie ein Outfit machen und dann ist gut und dann mal spielen? Dann schreibt es mir auch ruhig mal. Ich bin immer so, ich bin jemand, ich kann mich da unheimlich rein verlieren. Ich suche jetzt gerade ein T-Shirt, das T-Shirt hier, das hatte ich gesucht, genau. Oh, das ist doch eine coole Farbe für sie, oder? Die finde ich richtig cool. Aber nicht so. Auch nicht so. Nee, auch nicht so. Ich finde, da muss irgendwie...
Sowas in der Richtung braucht sie dazu. Moment, mal noch kurz durchgucken. Oder das hier? Nee, 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 nee. Die andere hier ist cooler. Finde ich zumindest. Da wollen wir so eine nehmen. Ist auch cool. Nee, komm. Wir nehmen die Variante hier. Jetzt will ich nur noch ein paar passende Schuhe dazu haben. Da hätte ich gerne was anderes. Die Frage ist nur, was? Ich bin auch gut. Ich sage, da hätte ich gerne was anderes zu. Boah. Ja, nehmen wir mal was anderes. Ne, was willst du? Hm, keine Ahnung. Ich mal wieder. Ich bin ein Verpeiltron. Nee, 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 nee. Das passt gar nicht dazu. Ich glaube, wir sollten hier sowas in der Richtung nehmen. Gab's die? Ah, genau. In Braun-Braun gab's die auch. Ja. Ich glaube, die hier, die finde ich gut dazu. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir ja erstmal zwei neue Outfits verpasst. Ben muss erstmal noch ohne klarkommen. Das können wir ja irgendwann anders mal noch machen. Das reicht jetzt erstmal für heute. Genug verändert und gebastelt hier. Ich will ja jetzt nicht hier eine Stunde im Create a Sim verbrauchen. Das hat auch ein bisschen übertrieben vielleicht. So. Was können wir... Oh, hier. Die haben alle Spaß zusammen. Das ist doch schön hier. Die Kleine gehört hier richtig rein. Ich finde das klasse. Sie sind eine richtig tolle Familie. Schön. Schön. Sarah scheint gut mit der kleinen Emi auszukommen. Die beiden hier sind... Was hat Ben da gerade mit seinen Armen gemacht? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wie hat er die jetzt gerade... Hat er ein... Nee, er hat keinen Kuss gehaucht. Er hat sie einfach nur so vorsichtig, oder? Was machen die? Interessant. Das machen sie jetzt bei mir seit dem neuen Update. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Ihr könnt mir einmal schreiben, ob ihr vielleicht dasselbe Phänomen bei euch auch beobachtet habt von den mysteriösen, langen Verdreh-Luftknutsch-Sims. Vielleicht kennt ihr die ja auch. Oh, weia. Gut. Ich verabschiede mich aber jetzt hier an dieser Stelle von euch und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Mal gucken, ob dann unsere Sims immer noch so komisch verdreht sind oder ob sie sich dann wieder haben einrenken lassen. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.